diese Struktur des Loches, um den sich die ganze Welt zu drehen hat, erklärt auch alle übrigen Funktionen. Einerseits das kurzzeitige Aufklaffen machen dieses Realen in seinem unerträglichen Erblicken des Horrorterrors, dass dann die Gegenreaktion der Bereitstellung aller Flucht- und Angriffsenergien bewerkstelligt, um im traumatischen Wiederholungszwang nicht sofort in das Schwarzloch hinabgezogen zu werden, um von der Aggressionsscheibe verbrannt. Einerseits, andererseits dessen Verklärung, dessen Seelenblindheit, dessen Sichtbarmachen qua Unsichtbares, nicht Erblickbares, Finsteres, nicht Wahrnehmbares, damit die Struktur des Handelns, des beschleunigten Rotierens, der Zentrifuge des Kettenkarussells im jubilatorischen Umkreisen des unerreichbaren Zentrums, des Objekt Klein Aas, unsichtbar bliebe. Die Seelenblindheit auch bei allen Begegnungsvorgängen, in denen das angekurbelte Loch maximal pulsiert und rotiert, um die Neutransformierungsaberwitzigkeiten und Sensationen zu bewerkstelligen und nicht in Frage zu stellen, und so weiter und so fort.